Willkommen Leute bei Atomic Summer zu einer neuen Technikanalyse. Wir starten frisch in das Jahr 2015. Zu dieser Technik, die ich euch heute vorstellen werde, habe ich schon ein paar Mal was in anderen Videos dazu erzählt, aber natürlich muss ich erstmal selbst ein bisschen testen, ob die Übung mir auch was bringt. Ich habe es jetzt seit 4 bis 5 Monaten, glaube ich, fest im Programm drin und ich muss echt sagen, sehr gute Übung. Und zwar ist diese Übung für den Nacken, für den Trapez, sprich der mittlere Rücken und hier, was ihr von vorne sehen könnt, den Stiernacken. Echt eine klasse Übung. Die meisten Leute machen für diesen Nacken, für den Stiernacken, immer nur die Shrugs oder rudern erst noch hier so vorne ein und machen ihre Yoga-kreisenden Bewegungen. Finde ich eher suboptimal. Und dann das Problem ist, wenn man ganz normale Shrugs macht, hier die Schultern so nach vorne zieht, beziehungsweise nach oben vorne arbeitet, wird viel Arbeit von der vorderen Schulter mitgenommen und wir belasten gar nicht so unseren Trapez, wie wir das eigentlich wollen. Denn wir müssen uns vorstellen, der Trapez ist nicht nur hier vorne dieser sichtbare Teil, den man von vorne sieht, sondern geht noch bis runter zwischen die Schulterblätter. Und dieser Teil wird viel zu sehr vernachlässigt. Deshalb zeige ich euch jetzt eine Übung, speziell am sitzenden Kabelrudern hier, die perfekt für den Nacken ist, der wirklich den kompletten Trapez bearbeiten wird. Zu sitzen und rudern ist es so, kennt wahrscheinlich jeder, normalerweise die Ausführung schön gerader Rücken, wir sitzen aufrecht, wenig Bewegung mit dem Oberkörper, nicht zu weit nach hinten lehnen, nicht nach vorne gehen. Das müssen wir jetzt ein klein wenig vergessen, und zwar wollen wir ja nicht unseren Latissimus beanspruchen, sondern wir wollen unseren Trapez, das heißt den oberen Teil vom Rücken beanspruchen. Das bedeutet, wir sitzen anstatt aufrecht, wie wir sonst immer tun, sehr weit nach hinten gelehnt. Ich mache es jetzt einmal vor. Also wirklich richtig schön weit nach hinten. Erstmal eine ungewohnte Position, aber dran denken, der Rücken bleibt gerade. Also wir haben keine Einrundung hier. Brust raus, gerader Rücken und lassen die Schultern jetzt mal schön locker, damit wir mal merken, wo das Ganze dehnt. Ihr werdet jetzt einen richtig schönen Zug auf euren Trapez merken. Die Schultern wollen einfach nur nach vorne, wollen das Gewicht eigentlich ablegen, aber ihr arbeitet dagegen. So, Bewegungsablauf ist 1:1 wie das sitzende Rudern. Aus der Dehnungsphase gehen wir nach hinten, ziehen eng am Körper entlang, nach hinten, spannen richtig schön an, ziehen die Schulterblätter zusammen, halten dort kurz und dann lassen wir wieder langsam nach vorne. Und ich gehe gerne voll in die Dehnung, sprich ich lasse die Schultern nach vorne gehen, aber nicht den Rücken. Wirklich nur die Schulter vorgehen lassen, die Dehnung spüren und dann ziehen wir wieder schön nach hinten, spannen hinten an, halten kurz und lassen wieder vor. Dehnung spüren und nach hinten. Das Ganze jetzt nochmal aus ein, zwei anderen Perspektiven, dass man das wirklich gut sieht. Rücken ist gerade, wir stoßen uns ab, lehnen uns jetzt nach hinten, haben die Dehnung im Nacken bzw. den kompletten Trapez und ziehen nach hinten. Die Knie sind immer leicht gebeugt, nicht durchstrecken, schön ein bisschen Spannung auch im Quadrizeps lassen und nach hinten ziehen. Wie ihr seht, keine Oberkörperbewegung, dieser bleibt still, lediglich Arme, Schultern, Schulterblätter haben eine kleine Bewegung drin. Ich hoffe, die Technikanalyse hat euch weitergeholfen. Falls Fragen sind, wie immer, ab in die Kommentare. Ansonsten Däumchen hoch,
Vielleicht auch abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, für weitere Technikanalysen. Es werden nach und nach immer mehr kommen, kleine Tricks. Das nächste wird wahrscheinlich Kabelfleiß sein. Aber mal schauen, was vielleicht noch dazwischen kommt. Seid gespannt, bleibt dran und vergesst nicht zu abonnieren. Bis dann.